Wieder meldet das Robert-Koch-Institut neue Rekordwerte. 7.300 Neuinfektionen heute, gestern mehr als 6.600, am Mittwoch über 5.000. Die Zahlen steigen rasant. Und die mühsam errungenen Kompromisse der Ministerpräsidenten geraten in Gefahr. Das Berliner Verwaltungsgericht hat jetzt die Sperrstundenregelung wieder gekippt. Eine Kernmaßnahme im Kampf gegen die Pandemie. Hintergrund ist, dass das Gericht diese Entscheidung in der Verordnung als unverhältnismäßig ansieht. Denn Gaststätten sind bisher nicht als große Infektionsherde bekannt geworden. Der sächsische Ministerpräsident irritiert. Für ihn ist die Sperrstunde eine wichtige Maßnahme. Weil die Alternative ist das Schließen von Gaststätten. Es sind Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Gerade das wollen wir nicht. Bayern hatte schon am Morgen das umstrittene Beherbergungsverbot wieder einkassiert. Hessen will nachziehen. Wohl auch, weil Gerichte in anderen Bundesländern es gestern gekippt hatten. Gleichzeitig steigt die Zahl der Hotspots immer weiter. Das Robert-Koch-Institut denkt deshalb darüber nach, Risikogebiete tatsächlich abzuriegeln. Inzwischen kann ich mir vorstellen, dass solche Maßnahmen durchgeführt würden. Mobilität ist ein Treiber dieser Pandemie. Ein harter Vorschlag, doch die Entscheidungshoheit über die Maßnahmen liegt bei den Regierungen. Die Parlamente haben dafür viel Macht abgegeben. Zahlreiche Abgeordnete fordern jetzt allerdings, das muss sich wieder ändern. Die Menschen müssen verstehen, müssen in die Debatte einbezogen werden und in verantwortliche Entscheidungsfindung einbezogen werden. Und dafür braucht es die lebendige, streitbare Auseinandersetzung im Deutschen Bundestag. Egal ob politisch, juristisch oder medizinisch, der Streit über die Maßnahmen geht weiter und der Kampf gegen die Pandemie wird von Tag zu Tag schwieriger.